Ich finde, Spock sollte YouTube machen. Junge, wir sind hier bei Star Wars und nicht bei den X-Men. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen bei der 24. Folge von Sag doch mal. In dieser Woche kommt der neue Star Wars Film endlich in die Kinos. Nicht, dass er jemals so cool sein wird wie Unge Wars. Link zum Trailer in der Videobeschreibung. Und apropos cool, die Star Wars Musik, die ab und zu hier in dieser Folge zu hören ist, ist aus dem mega geilen Star Wars Mashup von Rezo, welches heute auf seinem Kanal online gegangen ist. Checkt das auf jeden Fall aus. Auch hierzu ist der Link in der Videobeschreibung oder später in der Endcard. So, genug mit Werbung. Passend zum Kinostart von Star Wars 7 habe ich mich und natürlich auch euch letzte Woche gefragt, welcher Star Wars Charakter sollte einen YouTube-Kanal eröffnen, wie würde dieser heißen und was werden für Videos produziert? Hier sind eure besten Kommentare. Ich habe noch nie Star Wars geschaut. Oh Gott. Das tut mir aber leid. Darth Vader, Herr Tutorial, Challenges, Laserschwert, DIYs, How to Macht benutzen. Prinzessin Leia, Name, Leia's Beauty Palace, Content, How to Zimtschneckenfrisur. Han Solo, Kanalname, Forever Alone, Videos, Minecraft Singleplayer. Versteht ihr? Han Solo und Singleplayer. Wow. Charakter, irgendein Stormtrooper, Name, Imperial Vlog, Videos, tägliche Vlogs vom Todesstern. Charakter, Mace Windu, Kanalname, XXTheWindumasterXX. Er macht hauptsächlich Videos, in denen er sich aufregt, dass alle Schwarzen in Filmen als Erste sterben. Chewbacca, der Kanal würde heißen Chuharik und in den Videos zeigt er, wie man Dreadlocks macht. Ganz klar, Meister Yoda. Kanalname, Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Inhalt, schlecht gemachte Videos über Grammatik von und mit Meister Yoda. Name, Obi-Wan Kenobi. Kanal, das ist nicht der Kanal, den ihr sucht. Das ist nicht der Kanal, den wir suchen. Jar Jar Binks. Jar Jar Pranks. Verarscht und geht Leuten auf den Sack. Instant Deabo. Wen interessiert der neue Star Wars Film, wenn bald Bruder vor Luda rauskommt? Anakin Skywalker. Darksiders. Tutorials, wie man ein Sith Lord wird. Person, R2-D2. Channelname. Videos, How to... Like R2-D2. Kylo Ren macht einen Kanal namens Was zum Lichtschwert und baut unnötige Dinge wie die Parierstangen an sein Lichtschwert. Die Mos Eisley Cantina Band. Name Außerirdisch Records. Content Musikvideos. Der Moment, wo du merkst, dass du dich nicht mit Star Wars auskennst. Oh Gott. Das tut mir aber leid. Obi-Wan, Anakin und Yoda. Kanalname Die drei heiligen Geister. Jabba Entertainment Official. Ein reicher, fetter Typ, dessen Videos etwa so ablaufen würden. Jo Leute, kennt ihr diesen Jabba Entertainment Moment, wenn ihr einfach mal einen Typen namens Han Solo einfrieren wollt? So true. So motherfucking goddamn true. Ah, Mama. Tusken Raider. Laut und dumm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mann, das kann doch nicht wahr sein! C3PO. Kanal C3POs Überlebenstipps. Format, wie überlebe ich alle Star Wars Teile, obwohl ich nichts anderes kann, außer übersetzen. Han Solo und Prinzessin Leia. Kanalname Han nicht mehr Solo. Content, Beziehungstipps. Mace Windu. Testvideos und Bewertungen zu Fenstern. Finde auch du das perfekte Fenster. Ja, aber der heißt doch, das war extra. Admiral Akbar. Kanalname It's a Trap. Videokonzept. Er stellt verschiedene Fallen vor und zeigt, wie man sie, wenn auch zu spät, erkennt. Person Haki. Kanalname Der Haki. Videos Comedy. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass du in Star Wars 7 vorkommst. Yodas Kanal heißt Greenhead420 und er macht einen Aufklärungskanal über das Thema Gras, wo er vor der Kamera einen Joint raucht und über sich und sein Leben philosophiert. Leia, Kanalname Leia Floyd. Inhalt, Unterhaltung und Leia News. Ich finde, Spock sollte YouTube machen. Junge, wir sind hier bei Star Wars und nicht bei den X-Men. Auf jeden Fall R2-D2 und C3PO und zusammen heißen sie Dead Blech. Jabba the Hutt, Mr. Jetzt lass doch mal die Beleidigungen sein, schließlich guckt er hier zu. Hier einmal ganz kurz die kreativsten Schreibweisen für Yoda, Darth Vader, Jar Jar Binks und Chewbacca. BB-8, diese Droidenkugel. Da man ihn im Trailer nur wegrollen sieht, würde ich sagen, follow me arounds. Charakter, Sebulba. Kanal, Pimp My Pot. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt doch kurz auf den freundlichen Daumen nach oben. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, drückt trotzdem drauf, weil Star Wars einfach awesome ist. Geschenketipps habt ihr mir ja letzte Woche schon gegeben, aber ich wüsste gerne noch eine kleine Sache von euch. Sagt doch mal, wie beschreibt man Weihnachten in 4 Wörtern? Schreibt mir deine lustige und kreative Antwort in die Kommentare und vielleicht bist du dann in der nächsten Folge von Sagt doch mal. In der Endcard geht's links zur letzten Folge Sagt doch mal und rechts zum Star Wars Musik Mashup von Rezo. Guckt euch das auf jeden Fall an und lasst ein Abo auf seinem Kanal da, denn der Song ist einfach mega fett geworden. Folgt mir bei Twitter, Instagram und Facebook für die ärztlich empfohlene tägliche Dosis Haki und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge von Sagt doch mal. Haut da rein, euer Haki.